Ja, hallo Freunde. Heute in dem Video will ich euch zeigen, wie man zufällig Einheiten spawnt per Skript. Man könnte auf die Karte gehen, jetzt zum Beispiel eine Gruppe setzen und diese dann mit den einzelnen Marker verbinden. Könnte hier auch zufällig die Anwesenheitswerte bestimmen. Ich glaube, das ging. Wo war das? Weiß ich jetzt gleich gar nicht mehr. Ach genau, die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es da ist, wollen wir aber nicht. Wir wollen es per Skript lösen. Ja, stellt euch vor, hier ist ein Bunker, eine Einheit, und ihr wollt das umgehen, und zwar links flankierend oder rechts flankierend. Und ihr als Missionsersteller sagt halt, okay, ich möchte ja Einheiten haben, aber damit es nicht so einfach ist, man will nie, ihr wisst nicht, wo die Einheiten sind. Dazu habe ich als allererstes schon mal die Marker vorbereitet. Ja, MKR steht für Marker, Spawn 1, MKR die 2 und die 3. Was ich ebenfalls vorbereitet habe, ist ein Pool von Leuten, die gespawnt werden. Das hier habe ich var genannt, var für Variable, und dann der Enemy Pool, der Feind Pool. Okay, fangen wir an. Ist gar nicht so schwer. Da wir noch keine Einheiten auf dem Server haben, sagen wir zuerst Create Center East. Das brauchen wir, wenn wir noch keine Einheiten drauf haben. Wir sind auf der Init Server SQF von dieser Mission. Warum die Init Server SQF? Weil wir das über den Server spawnen lassen wollen. Wenn es jeder Klient machen würde, dann hätten wir, wenn wir jetzt 5 Einheiten spawnen würden und wir hätten 3 angeschlossene Klienten, dann wären es 15 plus der Server, also würden wir 20 Einheiten spawnen. Das wollen wir aber nicht. Okay, jetzt legen wir als erstes in der ersten Runde fest, wie viele Einheiten, wie viele Gruppen an sich gespawnt werden sollen. Das machen wir mit einer ganz normalen Vorschleife. Sagen wir 3. So. Als allererstes setzen wir eine Private Variable und wir spawnen eine Gruppe und wir create Group East. Create Group East, richtig. So, jetzt setzen wir die Gruppengröße, size ist gleich select random. Die Gruppe kann 3, 4 oder 5 Einheiten beinhalten. Und als letztes die Position. Ist gleich select random, und jetzt, wir hatten ja eben gerade die Marker gesetzt, MKR spawn 1. Die 2 und die 3. Okay, also was war, wir kreieren eine Gruppe. Größe oder die Anzahl der Leute in der Gruppe, die später möglich sein sollen, und die Position, wo sie spawnen sollen. So, jetzt sagen wir, und zwar vor from 1 to size to. Okay, und zwar die Einheit, die erstellt werden soll aus der Gruppe. Geklickt.
die Gruppe. Create Unit. So, hier oben habe ich ja den Pool. Select Random den Pool. Dann Get Marker Pos die Position, weil die haben ja hier. Ah, er sucht sich jetzt einen raus. Keine zusätzlichen Marker und Information. So. Unit allow fleeing 0. Also sie ist tapfer und kämpft bis zum Erbrechen. So. Und das habe ich mir schon mal rauskopiert, bevor ich das schreibe. Was soll diese Einheit machen? Das ist ein von CBA. Die Gruppe, weil wenn wir dann hier durch sind, um die Position der Gruppe 300 soll dann laufen in der Kolonne und soll auch, wenn Gebäude in der Nähe sind, in Gebäude reingehen. So, und wir schließen es. Ah ne, wir haben es geschlossen. Also, gehen wir es durch. In der ersten Schleife. Die erste Schleife erstellt eine Gruppe. Es wird festgelegt, er sucht sich aus diesem Wert 3, 4, 5 einen Wert raus. Er sucht sich eine Position raus von diesen drei Markern. Jetzt geht dann die zweite Schleife und sagt, okay, du hast ja hier gerade hier oben die Gruppengröße ausgesucht. Es kann 3, 4 oder 5 sein. Gehen wir mal von 3 Mal aus. Okay. Erstelle eine Einheit, setze diese in die Gruppe, nimm dir einen aus diesen vorgefertigten oder vorangelegten Soldaten raus, setze die auf diese Position, die du dir bereits rausgesucht hast, und sage ihr, sie soll nicht fliehen. Wir gehen wieder in die Runde, wieder in die Gruppe, einen aus diesen Soldaten, wieder an die gleiche Position, die bereits ausgesucht, die wird jetzt wie gesagt nicht neu ausgesucht, weil hier mache ich Select Random, hier suche ich jedes Mal neu aus, hier habe ich es bereits ausgesucht. So, und wenn wir durch sind mit diesen drei Einheiten, springen wir wieder hoch und gehen wieder in die nächste Runde. Also wir stellen die erste Gruppe mit Einheit 3, 4, 5, dann gehen wir in die nächste Gruppe 3, 4 oder 5 und dann gehen wir in die dritte Runde wieder mit 3, 4 oder 5. Im Maximalfall kommen 15 Leute zustande. Das wollen wir dann auch gleich kontrollieren. Dafür lassen wir uns eine Nachricht anzeigen, machen es zum String und wir wollen die Seite Ost Count Side or Units. So, sollte eigentlich so funktionieren. Und wir gucken mal, okay, es geht los, hoffentlich habe ich keinen Fehler drin. Okay, er hat uns 11 Einheiten angezeigt, wir springen mal schnell, ich bin Zivilist, damit ich nicht angegriffen werde. Okay, sind hier Leute? Okay, hier sind noch keine Leute. Und sie laufen los. Wie ihr seht, wir springen hier hin. Hier sind ebenfalls keine Leute. Und sind hier welche? Na, diesmal nicht. Okay. Starten wir nochmal neu. Neu starten. Ich könnte jetzt auch Marker drauf klatschen lassen auf die da. Wieder 11. Jetzt sind es 13, also ihr seht, es ist zufällig. Diesmal sind hier, oh, was ist es? Ist eine Dreiergruppe ist hier.
Dann ist hier 1, 2, das ist eine 5er-Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5. 3 und 5 macht 8, also muss hier irgendwo noch eine sein. Und da ist auch eine. Und was ist das für eine Gruppe? Das ist eine 4er-Gruppe. Man müsste Event eigentlich. Ja, ist ja noch einer unterwegs. Nein. Okay, und wir machen nochmal einen Neustart. Jetzt sind es nur 10. Also ihr seht, es funktioniert, es variiert immer. Jetzt sind hier Leute. Jetzt sind hier auch wieder welche. Und jetzt dürften fast hier keine sein, oder? Genau, diesmal ist leer. Also ihr seht, es funktioniert und die Leute laufen auch. Das soll es an der Stelle schon gewesen sein für die Leute, die sagen, okay, mal ein bisschen Blackbox-Scripting machen, nicht immer die Leute an der gleichen Stelle haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.